So, der Hauptkampf dieser Amateur-Fightcard heute hier. GMC Olympics aus Gelsenkirchen. Ein Derby. Beide Teams aus dem hohen Norden. Lüneburg gegen Hamburg, könnte man sagen. Antoine Radon vom Team Ivory MMA. Seit 19 Jahren tritt an gegen Lukas Werner, der den regelmäßigen Zuschauern hier von GMC Olympics schon bekannt sein sollte. 75 Kilo, 22 Jahre eingewogen. Und Lukas Werner hier, sehr bekannter Athlet, der schon einiges an Matches hier auf dem Buckel hat. Anton will davon nichts wissen. Zirkelt schön raus zur Seite, behält die Top-Position. Schöner Wurf hier von Antoine, der weiter in die Top-Position innehalten kann. Nach hinten raus sprawlt Lukas Werner. Der Druck nach vorne scheint nicht ganz zu wissen, wie er da die Position zu verbessern hat. Und Antoine geht tief auf die Side-Control. Sehr, sehr schöne Side-Control-Wechsel. Jetzt geht zum Käse. Käse Katame. Und da ist die Frage, wie geht's weiter? Lukas Werner hier auf dem Rücken. Weiß nicht, immer noch nicht so recht, wie er die Position zu verbessern hat. Versucht hier ein Bein einzuhaken. Gelingt ihm bisher nicht. 2 Minuten der ersten Runde sind in dem Augenblick vorbei. Schöner Bewegung auf die andere Seite. Sidechoke hier für Antoine. Und das ist der Tipp. Lukas Werner in seinem 31. Amateurmatch heute hier nicht erfolgreich. Combat Center Lüneburg mit 24:7 beendet er den heutigen Tag. Da sehen wir nochmal den Wurf. Offenbar ein Judo-Background zu sehen hier. Zu sehen bei vielen Bewegungen. Der Wurf sah nach Judo aus. Kesa Katame. Und der Sidechoke ebenfalls. Wunderschön. Antoine Radon oder Radon. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. 19 Jahre jung. Vom Team Ivory MMA. Mit Abiku Afoul. Auch altbekannter MMA-Profi hier. Der seine Handschuhe in den Nagel gehängt hat als Head Coach des Teams Ivory MMA. Meine Damen und Herren, das war's hier für uns. Zunächst einmal mit den Amateuren. GMC Olympics ist hiermit vorbei.